Liebe Angehörige der FAU, liebe Studierende, meine sehr verehrten Damen und Herren, im heutigen Podcast habe ich drei Themen für Sie. TEDx Nürnberg, Medical Valley und Lehre in der Corona-Pandemie. Die meisten von Ihnen werden die sogenannten TEDx-Talks kennen, ursprünglich 1984 in den USA als ein Konferenzformat erfunden, das Technologie, Entertainment und Design zusammenbringen sollte, wandern TED-Events heute rund um den Globus. An vielen Universitäten oder auch Wissenschaftsstandorten präsentieren charismatische Innovatoren in kurzen, unterhaltsamen Talks Forschungsergebnisse, Ideen und andere spannende Erkenntnisse aus ihrem jeweiligen Themenfeld. Die TEDx-Talks gehören zu den großen Errungenschaften der Wissenschaftskommunikation. Sie sind der Grund dafür, dass weltweit viele Menschen angefangen haben, sich für Wissenschaft zu interessieren, denen Forschung vorher völlig egal war. Umso begehrter sind, wie Sie sich vorstellen können, die Sprecherplätze bei diesen TED-Talks. Und umso begeisterter war ich natürlich, als ich erfahren habe, dass ab dem Sommer diesen Jahres auch in Nürnberg ein TED-Event an den Start geht, die sogenannten TEDx Nürnberg, ausgetragen und aufgezeichnet im Tech Incubator der FAU, dem Zollhof, und über das Web sichtbar in aller Welt. Der Call, sich als Speaker zu bewerben, kam mir gerade recht. Ich liebe die TEDx Talks und wollte immer schon mal dabei sein. Und ja, ich habe mich beworben, und zwar mit den gleichen Unterlagen wie alle anderen Sprecher auch. Einem Exposé und einem Vortragsvideo, ein bisschen mit heißer Nadel gestrickt, aber immerhin authentisch. Und nun freue ich mich unglaublich, dass ich als Sprecher akzeptiert wurde. Am 24. Juli werde ich gemeinsam mit 7 anderen spannenden Leuten bei den TEDx Nürnberg sprechen. Mein Thema sind Karrierewege und wie Menschen mit Ambitionen und Leidenschaft dazu beitragen können, unsere Welt besser zu machen. Mit dabei ist übrigens auch mein Kollege Andreas Mayer, der darüber spricht, ob Maschinen ein Bewusstsein haben. Und mit Tobias Eismann noch ein dritter Redner aus unserer FAU. Sie sehen, es lohnt sich, am 24. Juli dabei zu sein. Und wo wir schon bei spannenden Leuten sind, einen großen Visionär unseres Medizinstandorts Erlangen, haben wir gerade in den Ruhestand verabschiedet. Vor 14 Tagen waren Vorstandswahlen im Medical Valley e.V. und nach 13 Jahren im Amt ist der bisherige Vorstandsvorsitzende Professor Erich Reinhardt nicht mehr zur Wiederwahl angetreten. Er war eine wirklich inspirierende Persönlichkeit. Und ich bin ihm persönlich sehr dankbar, dass er immer ein offenes Ohr für die FAU und mich als seinen Vorstandskollegen hatte und uns mit Rat und Tat zur Seite stand. Unter seiner Leitung hat sich das Medical Valley zu einer international sichtbaren Innovationsplattform in der Medizintechnik entwickeln können. Gleichzeitig freue ich mich, dass wir mit Walter Merzendorfer, einen anderen ehemaligen Topmanager von Siemens Healthineers und international renommierten Medizintechnik-Experten, für seine Nachfolge gewinnen konnten. Wir brauchen ein starkes Medical Valley, um hier am Standort Erlangen als KI-Gesundheitsknoten erfolgreich zu sein. Und ich bin sicher, da wird Walter Merzendorfer im besten Sinn für die Kombination aus Kontinuität und Innovation stehen. Zum Schluss noch ein kleiner Ausblick in Sachen Teststrategie der FAU. Es wäre ja auch verwunderlich, wenn wir nicht wenigstens ein Corona-Thema im Podcast mit aufgreifen würden. Bislang können Beschäftigte der FAU sich auf Weisung des Freistaats einmal pro Woche im nächstgelegenen Testzentrum per Schnelltest kostenlos auf eine mögliche Corona-Infektion testen lassen. Dieses Testkonzept hat der Freistaat mittlerweile noch intensiviert. Wir haben heute begonnen, sogenannte Selbsttestkits an alle Beschäftigten zu verteilen. Ob wir solche Selbsttests auch Studierenden zur Verfügung stellen können, die derzeit in Präsenz an der Universität sind, etwa für die zugelassenen Ausnahmen wie Laborpraktika, ist gerade noch in unserem Ministerium in Klärung. In jedem Fall bieten Ihnen die Testkits die Möglichkeit, sich zu Hause, bevor Sie zur Arbeit oder in die Uni kommen, selbst zu testen. Eine Anleitung ist den Kits beigefügt. Sehr wichtig, diese Selbsttests haben nur eine bedingte Aussagekraft, liefern also nur eine Art Wasserstandsmeldung. Das heißt,
Selbst wenn Ihr Testergebnis negativ ist, sind weiterhin zuverlässig alle Vorsichtsmaßnahmen wie Maskenpflicht und Abstand einzuhalten. Ist das Ergebnis dagegen positiv, ist ein Termin beim Hausarzt oder im Testcenter geboten, um mit einem PCR-Test das Ergebnis zu validieren. Die exakten Rahmenbedingungen können Sie wie immer unseren Corona-Webseiten entnehmen. So, und nun möchte ich Ihnen noch eine gute restliche Woche wünschen. Bleiben Sie weiterhin gesund.